Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin Marcel von EA Games und wir spielen weiter Horizon Forbidden West. Nimm sie dir. So, da ist unser Wal und er möchte uns irgendwas zeigen. Eine Waffe. Danke, Wal. Wir sollten weitergehen. Nach dir. Oh, eine Sprengschleuder. Gegner im brüchig Zustand sind anfällig für Stoßschaden. Diese Waffe feuert Frostbomben. Okay. So, wir schauen mal. Alles klar, hier haben wir die Waffe. Tatsächlich habe ich nie eine Schleuder benutzt in meinen beiden Durchgängen von Horizon Zero Dawn. Ja, mal gucken. Vielleicht wird es ja jetzt Premiere hier. Ach so. Ich glaube, wir sind fast wieder draußen. Gut. Da, das muss die Maschine sein. Und sie ist in die gleiche Richtung unterwegs wie wir. Das so gut ist, keine Ahnung. Wir werden's bald erfahren. So. Maschine. Ich könnte die neue Waffe ausprobieren. Ja, man könnte es machen. Wir schauen ja gerade, wo man sich hier verstecken kann. Okay. Hier kommen wir vielleicht rüber. Noch okay. Mehr Osseramstöberer. Und sehr viel Säure. Die große Maschine griff wohl an, als sie fliehen wollten. Sie hatten keine Chance. Ja. Entspann dich doch mal ein bisschen, Ello. Entspann dich mal ein bisschen. Komm, wir heilen dich ein bisschen. Also, das Backup ist also die letzte Hoffnung. Ja, all die Orte, an denen ich zuletzt war, dort sollte es mehr Backups geben. Doch vor 1000 Jahren hat jemand namens Ted Farrow sie alle gelöscht. Gehörte er auch zu Farsine? Nein, er war schlimmer. Ich habe gerade keine Ahnung, ob das so richtig ist. Okay, da kann man tatsächlich nicht rum. Also so zumindest nicht. Vielleicht irgendwie anders. Ja, okay. So, wir checken das mal. Wetten hier wird irgendetwas sein. Soll immer so. Okay. Okay, das bringt nichts. Das ist gerade ein bisschen Bullshit, was ich meine. Man kann hier jetzt wohl tauchen, ja. Tatsächlich ja. Allerdings ist der. Haben wir keine Sauerstoffmaske. Gut, gehen wir mal hier hoch.
Wow, das war jetzt echt knapp gerade. Okay, was soll ich denn jetzt hier machen? Nein! Nein! War da überhaupt was? Konnte ich da irgendwas finden? Jetzt laufe ich da entlang. Nein, Eloy, komm hoch. Muss mal überlegen, ob da irgendwas überhaupt war. Okay, da konnte man sowieso hoch. Okay, ist egal. Komm, wir gehen jetzt mal hier entlang. Zu den Sternen zu fliegen. Diese Typen hatten keine Chance. Jeder redet hier durcheinander. Da vorne patrouillieren Maschinen. Wir können sie im Fokus markieren und im Auge behalten. Wir können sie aber ausschalten. Wie wär's damit? So, einer läuft hier. Okay, die laufen hier auf jeden Fall entlang. So, die Maschine ist gerade ein bisschen in Sichtmodus. So, er steht auch daneben. Das ist auch so, wie das so ein bisschen... nicht so mega schlau. Ball steht da und die Maschine ist genau davor und die Maschine sieht ihn nicht, oder was? Okay, das hat gar nichts gebracht gerade. Wir schauen mal, wie die Maschine denn läuft. Okay, hier passiert gerade was. Da ist noch einer. Ja, den können wir vielleicht ausschalten. Genau, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Keine Ahnung, Eloy, keine Ahnung. Erstmal hier ein bisschen looten. So, was ich noch gerne machen würde, mir kurz hier so, das würde ich gerne immer sehen. Das war bei Horizon Zero Dawn immer, das fand ich eigentlich ganz gut. Die schauen wir uns gleich mal an, lieber Baal. Erstmal gucken wir uns mal hier, was wir dann hier alles mitnehmen können. Schlug direkt durch die Mauer.
Das sind nämlich noch ein paar Sachen, die wir gut gebrauchen können. So, das nehmen wir mal mit. Das und dann das. Was ist hier drin? So, eine Leiter ist schon mal sehr schick. Habe ich auch alles mitgenommen. Nein, nicht damit feuern, nicht damit feuern. Ja, ist so ein bisschen Last of Us Feeling. Aber sag doch mal, Sona fand es okay, dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist? Als Kriegsherrin der Nora verstand sie, warum ich dir unbedingt folgen musste. Aber als meine Mutter war sie nicht begeistert. Ist sie denn je begeistert? Ich habe sie noch nie lächeln gesehen. Ich auch nicht. Ah, okay. Hier laufen wir im Kreis. Ich verstehe, ich verstehe. Gut, dann nach oben. Das Coole ist ja, man hört jetzt von Val, was so alles passiert ist. Das Problem ist einfach, dass die meisten, also ich glaube, diejenigen, die Teil 1 nicht gespielt haben, die wissen einfach nicht, ja, was es eigentlich bedeutet. Denn, ja, Sona, wer sind die Sona? Wer ist Sona? Sind das irgendwelche Leute? Wer ist das? Daher, ich empfehle euch mein Let's Play nochmal an dieser Stelle. Von Horizon Zero Dawn. Eieieiei. Drei von den Dingen? Und wenn sie die ganzen Osseram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen. Und sie nicht frontal angreifen. Wenn wir eine Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Aloy! Glaub mir! Und weg ist sie. Ich muss nur zum Shuttle kommen, um es irgendwie in die Senke fallen zu lassen. Wenn ich es zum Turm schaffe, finde ich sicher einen Weg rüber zum Shuttle. Okay, da haben wir eine Maschine. Okay, so ein Gräber, den können wir ganz easy ausschalten. Ich will fürs Erste den Speer nutzen. Munition sparen. Okay, er hat uns gesehen. Eieiei. Das ist eine offene Konfrontation hier. Okay. Vielleicht können wir uns da verstecken. Ah!
So, warte mal. Okay, das war jetzt ein bisschen eine Ressourcenverschwendung. Aber okay. Die sind aber schon wirklich stark, muss man ja sagen. Dafür, dass man hier Level 1 ist. Oh, was haben wir denn hier Schickes? Zu wetten, hier oben wird irgendwas sein. Da kommt sie nicht hoch. Zumindest haben wir jetzt alle erledigt. Okay. Oh, hier ist eine Leiter. Schick, schick, schick. Mit der Leiter komme ich auf den Turm. Okay, bevor wir zu der Leiter gehen, hier war noch irgendetwas, glaube ich. Nee, hier war tatsächlich nichts. Okay, ist ein bisschen Schlauch-Level-artig hier gerade alles. Sie erreichen, wenn ich vom Greifpunkt aus springe. Nicht geschafft. Noch einmal. So eine Stange? Genug. Ich versuch's nochmal. Wo muss sie denn jetzt was hin? So, hier komme ich nicht hin, hier auch nicht. Ich kann die Stange erreichen, wenn ich vom Greifpunkt ausspringe. Wenn ich vom Greifpunkt ausspringe. So, sie ist am Greifpunkt. Aber sie kann nicht springen. Und nun? Und nun? Nicht geschafft. Noch einmal. Ja, sie kommen ja. Ich bin nicht hoch genug. Ich versuch's nochmal. Ich kann die Stange erreichen, wenn ich vom Greifpunkt ausspringe. Okay, Freunde, das ist hier gerade strange. Muss hier so ein
Springe und tippe X an, um die Greifung festzuhalten. Tippe vor dem Reichen eines Greifen, um die Luft zu Ah! Okay. Geschafft! Okay, das muss man erstmal checken. Das habe ich nicht gesehen, mit dem, dass man nochmal den Punkt da drücken muss. Also quasi so ein Double Jump. Okay, so, wohin des Weges, meine Liebe? So, Space Shuttle ist da. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich vermute, wir müssen hier jetzt hoch. Irgendwie. Ah ja, okay. Das sind auf jeden Fall welche Sprungmöglichkeiten. Ah ja, hier müssen wir. Das muss man ja erstmal sehen. Das klingt ja gut. Wow, das sieht schon echt fett aus. Gucken wir uns die Karte an. Wir sind erst hier irgendwo. Das habe ich jetzt. Geschafft. Okay, so, jetzt müssen wir vermutlich. Das nehmen wir nochmal mit. Ah, ne. Die ganze Zeit haben also drei riesige Maschinen Osaram getötet und überall Säure vergossen. Na toll. Vorsicht! Das war knapp. Ein wackeliger Turm weniger. Auf zum nächsten. Eieiei. Da kann ich nicht rüberspringen. Aber hier ist ein Kabel. Vielleicht komme ich damit rüber. Tja, hier geht's wohl nur nach oben. Der Ort fällt fast auseinander. Ja, ist auch schon ein bisschen älter. Anscheinend riesige Klammern, die das Shuttle fixieren. Ich wette, hier ist auch eine Steuerkonsole. Wenn ich die Klammern löse, sollte das Shuttle direkt in die Senke fallen. Oh, super. Noch mehr Maschinen. Nein, los, geh dahin. So, erstmal checken wir mal die Lage hier. So, das in dem Fall. Ein Wühler. So, hier haben wir noch was vergessen. Okay, ich muss aber sagen, das mit den Steinen ist eigentlich ganz okay. Also, ich habe es mir tatsächlich ein bisschen schlimmer vorgestellt. Okay, der hat schon mal reagiert.
Ah, jetzt kommt er, okay. Wo ist er denn jetzt? Das sind zwei? Okay, ich habe natürlich jetzt keinen Bock, dass der mir hier einfach mal... Okay, da ist einer. Okay, der kommt jetzt raus. Alright, so, dann haben wir die schon mal alle erledigt. Steinchen mitnehmen. Steuerkonsole könnte dort drin sein. Okay. Zeit, die Maschinen da unten zu zerlegen. Hängt in den Seilen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Wie komme ich jetzt auf den Turm? Okay, Freunde, wie Aloy auf den Turm kommt, erfahrt ihr in der nächsten Episode. Danke nochmal fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne ein Abo, ein Like. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. In dem Sinne, haut rein. Danke, ciao. Ich bin raus.